Hallihallo, liebe Leute. Es ist eine ganze Weile her, aber ich bin wieder da. Euer Carlos, Resident Evil 3 Nemesis. Moin, moin und herzlich willkommen zurück. Ich weiß, es ist schon etwas spät, aber dennoch frohes neues Jahr an euch alle 2021. Hoffentlich wird es besser als 2020. Aber wir wollen nicht über Corona reden, wir wollen über uns reden. Ja, warum diese lange Pause von mir? Sehr viel Stress. Ich habe sehr viel nachgedacht über meinen Kanal, wie ich mit YouTube weitermache, alles etc. pp. Und ja, ich habe sehr viel nachgedacht und hatte auch lange Zeit keine Motivation mehr, eben weil ich so oft nachgedacht habe. Und ja, jetzt bin ich aber wieder da, habe auch wieder vor, jetzt wieder regelmäßig zu machen. Es wird erstmal nur Genshin Impact kommen, vielleicht aber auch noch ein anderes Nebenprojekt, das muss ich mal gucken. Und ja, wenn ich es schaffe, ein, zwei Videos pro Tag. Und ich möchte trotzdem nochmal Danke sagen an die Leute, die mich trotzdem abonniert haben, auch wenn ich keine Videos gemacht habe. Ich habe nämlich noch Abos und das dazu bekommen, auch Klicks, Aufrufe, und dafür möchte ich riesen Danke sagen. Ich habe jetzt 110 Abonnenten und dann die sage ich Dankeschön für eure Abonnierung. Pokémon Masters wird erstmal nicht mehr kommen, weil ich mit dem Spiel einfach nicht mehr zufrieden bin, so und von der Politik her. Deswegen erstmal nur Genshin Impact und ja, und noch ein paar andere Nebenprojekte vielleicht noch, aber erstmal nur Genshin Impact. Deswegen unterstützt mich trotzdem weiterhin, abonniert mich und das, liked meine Videos, helft mir überall, unterstützt mich, supportet mich, das würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir machen weiter. So, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben bei Lynn. Da haben wir nämlich kochen gelernt. Das weiß ich ja zum Glück noch. Und jetzt müssen wir nach Mondstadt. Ja, ich weiß, ich habe eine Menge verpasst und es waren schon viele Events und das alles und so, aber. Ja, ich muss halt nachkommen und ja. Also heute, am heutigen Tag gibt es nur diesen neuen Part. Und dann ab morgen vielleicht ein, zwei Parts. Das muss ich nochmal gucken. Aber egal, wir machen jetzt einfach mal weiter und gehen weiter Richtung Mondstadt. So, was haben wir denn hier? Eine Minze. Die nehmen wir mal eben mit. Da können wir bestimmt später noch von kochen. So, das ist, glaube ich, die Mondstadt. Das sieht auch schon sehr geil aus. Also ich muss immer noch sagen, dass, ui, dass Genshin Impact wirklich eine sehr schöne Grafik hat. Also dafür, dass es wirklich Free-to-Play ist. Natürlich mit Gacha-Elementen drin und das. Natürlich muss man irgendwann Geld reinpumpen, das ist vollkommen klar. Also wie gesagt, ich bin noch so gut wie am Anfang. Ich bin noch in der Story. Und ja, ich muss halt sehr, sehr vieles nachholen. Aber wie gesagt, dafür, dass es Free-to-Play ist, ist es ganz schön. Ja, und mir gefällt das. So, wer ist denn das? Timmy. Was hat er denn zu sagen? Was soll das? Du verscheuchst ja alle Tauben. Übrigens, Leute, wenn ihr wollt, dass ich diese ganzen Dialoge vorlese, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich werde die jetzt erstmal vorlesen. Wenn ich das nicht machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Was soll das? Du verscheuchst ja alle Tauben. Was soll ich denn machen? Die kommen doch wieder. Tschüss. Ja, die kommen doch wieder. Ja, normalerweise tun sie das auch. Aber was soll ich machen, wenn sie eines Tages nicht mehr zurückkommen? Genauso wie Papa. Oh, okay. Er denkt jetzt, weil sein Vater verschwunden ist, vermutlich Familie verlassen oder umgekommen, dass die Tauben auch nicht mehr wiederkommen. Aber ich kann euch das versichern, die Tauben, die werden wiederkommen. Definitiv. Hier gibt es kein Corona, also die werden definitiv wiederkommen. So. Oh, da sind ein paar Wachen. Lassen die uns wohl durch? Ritter Lawrence und Swan. Swan Lawrence, coole Namen. Sollen wir mit dem mal quatschen, was sie zu sagen haben? Guten Tag. Womit kann der Ritterorden dir behilflich sein? Wer bist du? Ich bin Swan, Ritter des Ordo Favonius. Favonius, des Ordo Favonius, und ich stehe hier Wache. Außerdem bin ich dafür zuständig, Geschäftsreisenden gemäß dem Handbuch des Ritterordens Unterstützung zu bieten. Was gibt es denn so für interessante Orte?
Nö. Er sprachlos. Er hält hier Wache, kann uns aber nichts sagen. Was ist das denn für ein Ritter? Was ist das denn für ein Ritter hier? Dazu kann ich im Handbuch des Ritterordens leider. Ist das dein Ernst? Du hast im Handbuch nachgeguckt, ob da was über die Stadt drin steht? Du stehst hier doch die ganze Zeit Wache. Du musst doch was über die Stadt wissen. Okay, vielleicht ist Lawrence ja schlauer. Willkommen in Mondstadt, Reisender. Womit kann ich dienen? Erzähl mir von der Mondstadt. Mondstadt ist die Krone des Nordens und die Stadt des Hirtengesangs. Es ist so schön, dass man es mit Worten nicht beschreiben kann. Okay. In der Stadt gibt es wieder einen neuen Barden. Wenn du mehr über das Leben in Mondstadt erfahren willst, kannst du nach ihm suchen. Man muss aber dazu sagen, dass er recht altertümliche Lieder singt. Ich kann mir nicht erklären, woher er diese jahrtausenden alten Lieder kennt. Und was gibt es für Legenden im Mondstadt? Was erzählt man sich so? Was gibt es für Legenden? Da bist du bei mir in der richtigen Adresse. In letzter Zeit soll im Mondstadt ein unbekannter Rächer des Nachts unterwegs sein. Okay, hört sich interessant an. Aber keiner weiß bis heute, wer er eigentlich ist. Na gut, ich könnte noch stundenlang darüber philosophieren. Aber der Großmeister darf davon nicht Wind bekommen. Und wer ist das jetzt wieder? Naja, das werden wir bestimmt noch alles erfahren. Führen wir das Thema einfach beim nächsten Mal weiter. Tut mir leid. Ja. Ich würde mal sagen, wir lassen die in Ruhe und machen die Story weiter so. Wir sind angekommen. Das ist Mondstadt, Leute. Sieht schön aus, ne? Wirklich schöne Stadt. Sehr schön. Aber das Wasser hat die schönste Grafik. Oh, eine riesige Statue. Oh, sehr schöne Stadt. Wirklich sehr schöne Stadt. Sehr, sehr schön gemacht. Introduce the city of wind, dandelions and freedom. So, Amber sagt, darf ich euch vorstellen? Die Stadt des Windes und des Löwenzahns, die Stadt des Hirtengesangs und der Freiheit. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Reisende, die ihr unter dem Schutz des Ordo Favonius steht, ich heiße euch herzlich willkommen in Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. Endlich müssen wir nicht mehr draußen übernachten. Ja, da sagst du was, weil draußen übernachten schon alleine wegen den Monstern und auch wegen Corona ist nicht gut. Von daher, ich fühle mich auch ein bisschen sicherer drin, weil, naja, wer weiß, was draußen so für komische Typen rumlaufen mit komischen Masken und das. Naja. But the city folk don't look too cheery. Die Leute hier scheinen aber nicht gerade in bester Laune zu sein. Ja, wie denn auch, wenn eine Pandemie herrscht? Dann ist keiner in guter Laune. Been put out of place by storm terror recently. Das wird an Sturmschrecken liegen. In letzter Zeit dreht sich alles nur um ihn. But everything will turn out fine, as long as Jean's Aber with solange us. Jean da ist, wird alles gut gehen. Jean? Jean? Ja, das frage ich mich auch. Wer ist das? Acting Grand Master of the Knights of Favonius. Jean, Defender of Mondstadt. Stellvertretender Großmeister des Ordo Favonius. Jean ist die Beschützerin von Mondstadt. Ach, das ist eine Frau. Ich dachte, das wäre jetzt ein Kerl. Ups, Entschuldigung. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Mit Jean an unserer. Warum heißt die. Oder heißt die Jane? Soll es jetzt Jean oder Jane heißen? Also, ich sag jetzt einfach mal Jane, weil es eine Dame ist, weil. Ja, ich nenne sie einfach Jane. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Tut's mir wirklich leid. Können wir selbst eine Ungeheuer wie Sturmschrecken besiegen? Dame scheint ja recht beeindruckend zu sein. Hoffentlich weiß sie etwas über den Gott des Windes. Ja, die scheint sehr beeindruckend zu sein. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. Ach ja, bevor wir zusammen zum Hauptquartier des Ritterordens gehen, möchte ich dir ein Geschenk überreichen, Carlos. Oh, was denn für ein Geschenk? It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Sie ist als Dankeschön für deine Hilfe beim Hilichschul-Lager. Ich kann das nicht aussprechen. Hey, why doesn't Paimon get a reward? Wo bleibt Paimons Geschenk? Die regt sich gleich auf, ey. Typisch, ey. Typisch Begleiter. Ich muss sagen, Paimon als Begleiterin, die erinnert mich total an die Feen, die man an der Seite hat in Legend of Zelda. So wie Ocarina of Time und das.
because this reward is useless to you, Paimon. Du wirst kaum etwas damit anfangen können. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy. Sticky honey roast. Dafür lade ich dich auf eine Portion Honigmöhren, Fleischpfanne heute Abend ein. Eine Delikatesse aus dem Mondstadt. Honigmöhren, Fleischpfanne. Okay. Hört sich interessant an. Sticky Honey Roast! Okay, Paimon scheint da ganz schön wild drauf zu sein. Come with me. We'll head to the city's, high ground. Aber jetzt kommt mal mit mir. Wir gehen zum höchsten Punkt der Stadt. Oh, okay. Drücke J, um das Auftragsmittel. Oh, wir haben wieder 20, Dings erhalten. Urgestein. Reflexbogen, minderwertiges. Oh, okay. Wir haben viel erhalten. Auftragsmenü. Zielverfolgung zu aktivieren. Okay. Oh. Halt links gedrückt, um die Maus anzeigen, wenigstens um Auftrag zu folgen. Alt links. Ach ja. Ah, hat man zuerst ja gar nicht gefunden. Ach, das ist ja gut, dass man hier so ein Wegdings hat und das. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Leute, ich würde aber mal sagen, jetzt erstmal wieder zum Reinkommen, würde ich mal sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat und das und mich weiter unterstützen wollt, dann liked, kommentiert, abonniert, macht Feedback und das und unterstützt mich. Das würde mich sehr freuen und beim nächsten Mal gucken wir dann weiter, also morgen. Da werde ich wahrscheinlich zwei Parts raushauen. Ja, zwei Parts werden dann vielleicht kommen hintereinander, muss ich mal schauen. Heute aber nur einer, ein kurzer Part mal wieder zum Reinkommen nach der langen Zeit. Und ja, Leute, da würde ich mich freuen, wenn ihr mich dann weiter unterstützt, wenn ihr mich weiterhin verfolgt und das. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zum nächsten Part von Genshin Impact. Euer Carlos, ciao, bis dann.